Genau, eingeschaltet ist. Darf ich Sie ebenfalls recht herzlich begrüßen und gleich mal enttäuschen für alle, die jetzt einen Vortrag erwarten mit neuesten Security-Produkten, was die Welt noch nicht gesehen hat. Das mache ich jetzt nicht. Ich will vielmehr eine Idee, einen Denkansatz weiter transportieren. Wie wir mit der Security umgehen können, die uns in diesem sich ständig ändernden Umfeld zu schaffen macht, im eigenen Rechenzentrum, im angemieteten Rechenzentrum und in der dort darin befindlichen Cloud. Und ja, die Frage ist, können wir dafür sorgen, dass die Daten, die digitalen Daten wirklich sicher sind, immer und überall? Digitale Daten sind quasi der Zellkern unserer privaten und beruflichen Existenz. Das gilt genauso für Firmen, für Unternehmen, egal ob die im analogen Umfeld tätig sind oder bereits in der digitalen Ökonomie. Digitale Daten sind quasi unsere Kronjuwelen. Da sollte man darauf aufpassen. Und den Wert dieser Daten kann uns in der Regel der Controller des Unternehmens ziemlich genau nennen. Was ist es wert, wenn diese Daten verlustig gehen? Die Analogie mit den Kronjuwelen ist natürlich ein bisschen schlecht, weil wenn uns die geklaut werden, dann sind sie ja immer noch da. Und wenn sie geklaut werden, dann bestrafen uns sogar andere dafür, dass wir sie uns klauen haben lassen. Das kann uns spätestens ein Jurist genau sagen, wie hoch da die Strafen dafür sind. Und der Kunde, dessen private oder dessen Kundenprofil irgendwo im Internet ausgewildert worden ist, der sagt uns das auch ziemlich deutlich. Der stimmt mit den Füßen ab. Der kauft bei dem Webshop dann nicht mehr ein. Okay, also das ist eine spannende Geschichte. Und dass diese Daten oder dass wir immer noch oder tatsächlich immer auch größere, spektakulärere Security-Probleme haben, das ist unbestritten. Genau. Irgendwas muss dabei schiefgegangen sein. Irgendwas haben wir übersehen. Vielleicht haben wir uns in einer Sache verstrickt, die man am besten erklären kann mit so einer Beschreibung, mit so einem Aphorismus. Jede Lösung eines Problems kann sich zum nächsten Problem auswachsen. Und genau so einen Effekt beobachten wir gerade in diesem Bereich Internet oder Datensecurity. Warum? Wir sind uns ja dessen bewusst. Die ganzen Unternehmen, unsere Kunden auch, können wir ja sehen, die investieren jedes Jahr ein Stück mehr in IT-Security. Die ganzen Hersteller, die ganzen Firmen bringen laufend neue Security-Lösungen auf den Markt, neue spezielle Appliances und kluge Köpfe denken sich verbindliche Security-Regularien aus, wenn wir die nachfolgen und so umsetzen, in der Hoffnung, dass wir dann sicher sind. Und trotzdem funktioniert das nicht. Wir haben trotzdem diese Datenbreaches. Irgendwas ist schiefgegangen. Wir sollten uns überlegen, wie kompliziert die ganze Angelegenheit ist. Security ist ein komplexes Thema, IT-Security. Und das ist vielschichtig, nicht umsonst haben wir diese OSI-Layer, das ist verknüpft mit jede Menge Abhängigkeiten und tagtäglich erleben wir irgendwelche neuen Überraschungen, was alles unsicher ist und wo irgendwelche Leaks drin sind. Das heißt, wir machen an der Stelle unter Umständen einen großen Fehler, denn das komplexe Thema stellt sich dann raus, dass Komplexität in der Regel der natürliche Feind der Security ist. Wir müssen also da an der Stelle versuchen, ein bisschen zu abstrahieren, grundsätzliche Fehler zu erkennen und das, was wir derzeit ja bereits alles in Einsatz haben, einfach sinnvoll zu kombinieren. Und eine Möglichkeit ist, oder wenn wir uns das mal anschauen, wir schwenken ein bisschen in die Vergangenheit zurück, quasi ins Mittelalter der IT-Infrastruktur, da haben wir ein eigenes Rechenzentrum, unser eigenes Rechenzentrum, unser eigenes Mitarbeiter-LAN, unsere eigenen Applikationen. Und außenrum bauen wir so eine Burgmauer und bringen alle möglichen Tools in Stellung, um den bösen
gefährlichen Internet-Traffic nach allen Regeln der Kunst zu filzen und zu überprüfen und nur das reinzulassen, was wir wirklich wollen. Also praktisch alles im eigenen Burgfrieden ist praktisch die heile Welt. Die Security-Spezialisten unserer Branche haben uns dafür einen wunderbaren Begriff geschenkt. Das Ding ist der Perimeter außenrum. So, aber die Zeit geht weiter und wir haben inzwischen ja neuzeitliche mobile Endgeräte. Auch die Applikationen sind irgendwo draußen in der Cloud als Software as a Service. Und mit dem müssen wir auch zurechtkommen. Wenn wir das hier betrachten, dann wirkt unsere Abwehrstrategie, das, was wir da in Stellung gebracht haben, inzwischen nur noch für einen Bruchteil, ein knappes Drittel des gesamten Traffics. Die meisten oder ein knappes Drittel der Angriffe zielt auf die Netzwerkinfrastruktur der Unternehmen. Der Rest geht woanders hin. Und da muss man sich überlegen, wie die Zusammenhänge sind. Wir haben gesagt, digitale Daten und auf der anderen Seite ist der Anwender, der Gute oder der Böse. Und wo kommen die Applikationen ins Spiel? Applikationen sind nichts anderes wie ein Gateway zu meinen Daten. So. Und die Identität, wenn diese Daten nicht für jeden gedacht sind, die Identität ist der Zugang zur Applikation. Und so gesehen ist die Sache relativ überschaubar. Also muss man dafür sorgen, dass man diese Punkte korrekt überprüft und vor allem auch in der Lage ist, das zu überprüfen. Also schauen wir uns einmal an, was die Hacker alles so machen. Ja genau, das ist natürlich auch noch ein Punkt, hätte ich jetzt fast vergessen. Diese traditionellen Sicherungsmaßnahmen, da geht derzeit oder seit geraumer Zeit immer noch leider ein Großteil der Invests rein. Wir sind auf den anderen, auf den größeren Zweidrittelanteil momentan ziemlich blind. Und dieser Anteil ist genau der Diebstahl von Identitäten und der Angriff auf die Applikationen. Und es kann sein, dass ich die Applikationen versuche, missbräuchlich zu betreiben oder einfach zu stören, damit damit kein Umsatz mit dem Webshop beispielsweise, dass der nicht mehr vernünftig betrieben werden kann. Das ist ebenfalls ein Schaden für mich. So, das heißt, wir müssen uns was überlegen. Diese Attacken sehe ich in der Regel nicht mehr, weil etwas passiert ist. Wir kommen jetzt so in die Epoche der Aufklärung in der Neuzeit. Wir haben jede Menge Traffic, der wird missbräuchlich ausgespäht und so weiter und so fort. Und da haben wir es dem Kollegen hier zu verdanken, dass ein Großteil der Kunden inzwischen ein sogenanntes Zero-Trust-Modell betreiben. Und Zero-Trust heißt nichts anderes wie kein Mitarbeiter oder Benutzer oder Externer ist grundsätzlich vertrauenswürdig. Es gibt keinen Vertrauensvorsprung. Jeder muss genau unter die Lupe genommen werden. Das Gleiche gilt für den Traffic. Jeder Traffic, egal ob der von internen Quellen kommt oder von externen Quellen, ist grundsätzlich suspekt. Und der dritte Punkt, und das ist eigentlich das für uns aus der Security-Seite jetzt das Dilemma, wir verschlüsseln alles. Weil es soll ja jemand mitschneiden können und allerdings dann keine Freude dran haben. Also darum geht der Trend in Richtung Verschlüsselung und vor allem dort Verschlüsselungsverfahren, die ephemeral sind. Also wo die NSA dann nur wirklich mit großem Aufwand, wenn sie es wollen, dann irgendwas mit Brute Force machen können. Gut, das bedeutet jetzt, dass ein Großteil unserer bisherigen Security Appliances blind sind auf diesem Auge. Es gibt Firewalls, es gibt Analyse-Tools, Advanced Persistent Threat Tools, Intrusion Prevention Tools etc. etc. Alle leben davon, dass sie einen Klartext sehen. Mit verschlüsselten Traffic kann ich nicht an der Stelle keine Security umsetzen. Also haben wir hier das Dilemma, während bisher ohne verschlüsselten Traffic das Ganze noch funktioniert, haben wir inzwischen, und das kann jeder Netzbetreiber in seinem Unternehmen leicht nachvollziehen, inzwischen ist mehr als 50% des ausgehenden Internet-Traffics verschlüsselt. Jede Google-Suchanfrage ist verschlüsselt etc. Die ganzen Tools greifen an der Stelle nicht mehr, wenn sie keinen Klartext bekommen. Das heißt, da ist noch irgendeine Animation drin, das heißt,
Diese Datenverbindungen, also die ganzen Daten bewegen sich inzwischen im Slipstream der SSL-Verschlüsselung und die Appliances sind machtlos, wenn da irgendwelche Malware oder unerlaubte Zugriffe oder Ähnliches übertragen werden, Angriffe gefahren werden. Gut, dann, was können wir tun? Wir haben ja gesagt, die Applikation ist das Gateway zu den Daten und die Identität ist der Zugang zur Applikation. Die Applikation kann sonst irgendwo sein, die kann im eigenen Unternehmen sein, die kann auch in der Cloud gestartet werden. Ein Webshop-Ausleger, der in der Weihnachtszeit zusätzliche Kapazitäten anbietet. Wir müssen davor nichts anderes machen, wie eine Instanz stellen, die an der Stelle Stellvertreter spielt und die Überprüfungen durchführen kann. Also auf gut Deutsch ein Proxy. Und wenn wir das System konsequent anwenden, dann können wir die Analyse wieder durchführen. Visibility ist ja die Voraussetzung dafür, dass ich eine vernünftige Analyse durchführen kann. Ich muss einen Kontext herstellen können. Woher kommt jetzt der Zugriff? Von welchen Mitarbeitern? Von welchem Endgerät etc.? Und dann entsprechend Regelwerke umsetzen, die dann Zugriffe erlauben oder eben nicht. Und da möchte ich Ihnen an der Stelle, das ist mein Lieblingsslide, einfach so einen Gedanken einverpflanzen, den Sie dann immer haben, wenn Sie an F5 denken. Das Ding ist nichts anderes, oder diese Lösung, die wir vorschlagen, ist nichts anderes wie ein Full Proxy. Und was der machen kann, sehen wir hier. Der trennt die Verbindung zwischen dem Benutzer und der Applikation komplett auf. Und wir haben die komplette Sichtbarkeit, auch noch eine Entschlüsselung, wir haben die komplette Kontrolle. Wir können auch den Anwender nach allen Regeln der Kunst identifizieren und dann entsprechend kontextbezogen den Zugriff erlauben. Also das schaut dann irgendwie so aus und irgendwann mal geht es durch. So, jetzt habe ich hinterher noch einen Kollegen von einem Mitbewohnerer und da kommen natürlich ähnliche Dinge auf. Der natürliche Platz für eine Web-Application-Firewall ist immer nach der Entschlüsselung der Daten. Nicht vorher und auch nicht nach dem Load-Balancen, weil da bräuchte ich dann mehrere Instanzen. Also da gibt es ein paar Punkte, wo ich sowas einbauen kann und wo dieser Proxy auch DDoS-Angriffe etc. abwehren kann. Data Leaks und so weiter. Und das Geniale ist, wenn Sie das oben sehen, diesen Übergang, da liegt der Traffic in Klartext da. Und wenn wir jetzt es fertig bringen, dass wir diesen Traffic, so wie wir es wollen, den ganzen vorhandenen Appliances, die für Security zuständig sind, noch zureichen, Virusanalyse, Intrusion Protect Identification Appliances und wie sie alle heißen, wenn die diesen Klartext mitbekommen, unter Umständen in einer gewissen Staffelung, Reihenfolge und abhängig von der Wichtigkeit einer Applikation, halt vielleicht mehr oder weniger, dann haben wir die ganzen Security-Maßnahmen in unserem Netz wieder gängig gemacht, die durch die Verschlüsselung vorübergehend lahmgelegt worden sind. Also das geht hier nach dem Stil weiter und jetzt ist die Frage, wo kommt es hin? Wir hatten ja den Punkt Perimeter. Diese Burgmauern gibt es nicht mehr, die haben sich aufgefasert. Drum ist der neue Perimeter immer um die Applikation rum, egal wo die ist. Und damit kann man das Ding auch im Rechenzentrum problemlos in Betrieb nehmen. Weil diesen Proxy-Mechanismus, den gibt es in verschiedensten Inkarnationen. Den können Sie als gigantisches Chassis irgendwo sehen, den können Sie als typische Appliance sehen oder als virtuelle Edition, die in der Cloud einfach hochgeschossen wird und betrieben wird. Und damit haben wir genau das, was wir wollen. Also schlicht und einfach das hier drin nochmal. Die Identität ist jetzt eine gut geprüfte und verifizierte Zugang zum Proxy und der kontrolliert alles. Und der wiederum ist Zugang zur Applikation, sichert die ab und dann erst kommen die Daten. Ja, dann haben wir im Wesentlichen die wichtigsten Punkte eigentlich erläutert. Einfach noch ein Bild. Das sind die ganzen Security Appliances, die vielleicht im eigenen Rechenzentrum noch vorhanden oder schon oder immer noch vorhanden sind. Und denen schaffen wir praktisch die Sichtbarkeit. Also das kann jetzt ein Forward-Proxy sein oder eine Firewall oder ähnliches. Und das können wir auch abhängig von der
Bedeutung dieser Daten dann auch gestaffelt massiv zufüttern zu diesen Security Devices, so wie wir es hier sehen. Ja, und Identität ist, wie gesagt, nicht nur ein Username oder Passwort, sondern das hängt davon ab, welches Endgerät benutze ich. In welchem Zustand befindet sich es? Wo befindet sich es? Was läuft auf den Endgerät? Läuft da vielleicht ein Bot? Oder ist das eine App? Oder nutze ich einen Browser? Und so weiter und so fort. Und davon abhängig kann ich dann tatsächlich den Zugriff erlauben oder einschränken. Gut, dann hätten wir das Ganze. Klar, dass so ein Denkansatz, also ein Lösungsansatz, natürlich im Zusammenklang mit verschiedenen anderen Lösungen funktioniert. Und damit hätten wir eine Idee und einen Vorschlag und einen Weg, dass wir die Anforderungen auch in der Praxis wieder umsetzen können. Ja, Dankeschön.